wie schnell können wir denn überhaupt werden? Uns also die Frage stellen, jetzt haben wir beispielsweise n Elemente zu sortieren. Jetzt haben wir irgendwie Sortierverfahren kennengelernt, die im besten Fall n log n gebraucht haben. Jetzt die Frage, können wir das überhaupt schlagen? Geht es überhaupt schneller? Also die Frage ist, geht es besser als O von n mal log n? So, und da wollen wir uns jetzt überlegen, dass es nicht besser geht. Zumindest unter den Annahmen, die wir bisher getroffen haben. Wir sind ja immer ausgegangen von Sortierverfahren, die auf Vergleichsoperationen basieren. Also irgendwie kleiner gleich, kleiner größer verwenden. So, und das kann man sich jetzt mal so vor Augen halten, als hier so ein Baum, der da so aufgezeichnet ist. Und zwar hier so ein Vergleichsbaum. Der soll einfach nur ausdrücken, ich habe jetzt eine Folge von drei Elementen und das sind die potenziellen Vergleichsoperationen, die ich durchführen muss, um eine Sortierung herzustellen. Beispiel, ich habe eine Eingabefolge. Um diese Zahlen zu sortieren, würde ich jetzt beispielsweise erstmal das erste mit dem zweiten vergleichen. Das ist so ein innerer Knoten hier bedeutet immer ein Vergleich von zwei Elementen. Ja, und wenn das erste kleiner ist als das zweite, dann gehe ich nach links in diese Richtung. Wenn das zweite größer ist als das erste, dann gehe ich nach rechts. So, in diesem Fall gehe ich also hier runter. Dann vergleiche ich das zweite mit dem dritten. So, das zweite ist aber größer, also das heißt, ich gehe hier runter. Und dann vergleiche ich nochmal das erste mit dem dritten, 6 und 5. Das heißt, die 6 ist größer als die 5. Das heißt, wir kommen hier hin. Und dann ist das sozusagen die Permutation, die ich durchführen muss, um diese Elemente zu sortieren. Das heißt, Sortierung hätten wir, indem wir zuerst das dritte Element hinschreiben, das ist die 5. Dann das erste Element, das ist die 6. Und dann das zweite Element, das ist die 8. Also das ist so ein Vergleichsbaum. Was liefert mir der? Ich stecke quasi Elemente da rein. Ja, und jedes Sortierverfahren muss ja alle möglichen Eingaben verarbeiten können. Alle möglichen Permutationen meiner Zahlen müssen die zu einer richtigen sortierten Reihenfolge bringen können. Das heißt, in diesem Baum müssen alle Permutationen in diesem Beispiel meiner drei Zahlen vorkommen. Das heißt, wenn ich so einen Entscheidungsbaum oder Vergleichsbaum aufstelle, dann müssen quasi als Blätter alle möglichen Permutationen auftreten. So, und für jeden Knoten gilt hier, falls AI kleiner als AJ, ja, und der rechte Baum halt genau umgekehrt, was ich eben gesagt habe. Das heißt, jedes Blatt stellt eine Permutation der drei Elemente A1, A2, A3 dar. Jeder Knoten entspricht einem Vergleich von je zwei Elementen. Sortierung wird erreicht, indem wir einmal da durchlaufen. Und wenn wir unten ankommen, haben wir unsere Eingabeelemente sortiert. Prinzipiell muss jedes Sortierverfahren in der Lage sein, aus jeder beliebigen Permutation eine gültige Ausgabe zu erzeugen. Und eine gültige Ausgabe ist eine aufsteigend sortierte Folge. Nehmen wir jetzt das Beispiel aufsteigend sortieren. Ja, Laufzeit des Algorithmus quasi wäre dann, nun haben wir ja schon gesehen, der ist ja halbwegs ausgeglichen, der Baum. So ein Baum, der kann natürlich auch ganz anders aussehen, so ein binärer Baum. Der kann ja auch entartet, sagt man. Der kann fürchterlich entartet sein. Also beispielsweise so ein Biest hier. Hatten wir schon gesehen, ich glaube in der Analyse von dem Kicksort, hatten wir so ein Ding gesehen, wo es irgendwie immer in eine Richtung geht. Ist fürchterlich unbalanciert. Wenn man sich hier oben anguckt, ja, der linke Teilbaum, da ist nur ein Knoten und hier hängen ganz viele Sachen drunter. Der kann natürlich so aussehen. Aber was können wir mit Sicherheit sagen? Was ist sozusagen die Worst-Case-Komplexität von so einem Sortieransatz? Wenn ich also sage, ich arbeite mit Vergleichsoperationen, zeichne das da rein. Worst-Case-Komplexität, sicherlich die Höhe des Baumes. Egal, wie der jetzt ausschaut. So, jetzt können wir uns überlegen, wie der denn aufgebaut sein muss, beziehungsweise was der umfassen muss. Wie viele Permutationen gibt es denn? Also jede der, wir gehen immer aus bei einer, von einer Eingabe der Länge n. Also jede der n-Fakultät, das heißt, eine untere Schranke ist eigentlich. Ja, was ist eine untere Schranke? Was können wir über eine untere Schranke sagen? Also wie viel haben wir mindestens? Sprich, wie hoch muss so ein Baum mindestens sein? Der kann nicht kleiner werden als log n. Aber wird er auch so klein? Können wir das garantieren? Von dem n können wir noch gar nicht so richtig sprechen. Wir müssen uns eigentlich überlegen, wie viel Platz müssen wir denn schaffen, um genau das hier aufzunehmen. Um n-Fakultät Blätter quasi aufzunehmen. Das ist ja nur ein Beispiel hier mit diesem Baum, den ich da aufgezeichnet habe. Unser Baum, egal ob welches Verfahren wir jetzt nehmen, also wir könnten so ein Verfahren hier, so einen Baum aufzeichnen für Merge Sort, für Quicksort, für Heapsort, alle Verfahren, die wir bislang kennengelernt haben, basieren auf Vergleichsoperationen. Und wir könnten jetzt so einen Ablauf uns mit Hilfe eines solchen Baumes darstellen, indem wir uns einfach angucken, welche Elemente werden miteinander verglichen. Und irgendwann müssen wir unten bei einer vollständigen Permutation quasi ankommen.
Ja, das ist quasi dann die Vorgabe, wie die Elemente da vertauscht werden, ausgehend von einer Eingabefolge zu einer möglichen Ausgabefolge. In Abhängigkeit der Eingabefolge werden ja da diese Vergleiche durchgeführt, beziehungsweise auch dann entsprechend die Vertauschungen durchgeführt. So, egal welches Verfahren wir nehmen, wir können im Prinzip so einen Baum dafür aufzeichnen oder den Durchlauf eines Verfahrens mit einer bestimmten Eingabefolge. Und die Spezifikation eines Sortierverfahrens bedingt ja, also wie wir es zumindest betrachtet haben, dass wir eine beliebige Folge da reinstecken können. Die kann schon sortiert sein, die kann völlig ungeordnet sein, die kann absteigend sortiert sein, irgendwie angeordnet sein. Und egal, was wir da reinstecken, wir müssen am Ende eine gültige Ausgabe daraus bekommen, sprich eine aufsteigend sortierte Folge. Das heißt, wir müssen irgendwie alle möglichen Vertauschungen, die wir uns nur vorstellen können, müssen wir in den Baum unterbringen können. Also eine untere Schranke. So, jetzt müssen wir uns überlegen, um genau diese Endfakultät möglichen Permutationen da unterzubringen. Wie hoch muss der mindestens sein? Das ist quasi dann die untere Schranke. So, da können wir festhalten, das behaupten wir jetzt einfach mal. Groß Omega von n log n. Ja, also so viel brauchen wir mindestens. Untere Schranke, Groß Omega. Tja, wie kommt man jetzt da drauf? Irgendwie ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der möglichen Blätter, die so ein Baum haben kann, und irgendwie n-Fakultät. Das müssen wir jetzt quasi miteinander vergleichen. Ja, bei n Elementen. Wie viele Blätter hat denn ein Baum der Höhe h, sagen wir mal? Nicht der Höhe n, sondern der Höhe h. Ein binärer Baum ist wichtig. Können wir einfach nachzählen. So, wir gehen eine Ebene runter und es verdoppelt sich die Anzahl der Blätter. Wir gehen nochmal eine Ebene runter und die verdoppelt sich wieder. Baum der Höhe h hat also 2 hoch h höchstens, kleiner gleich 2 hoch h Blätter. So, also wir müssen jetzt gucken, wie verhält es sich mit n Fakultät? Das müssen wir da unterbringen. Es muss kleiner sein als 2 hoch h. Wenn wir das erfüllen wollen, wie sieht denn das h aus? Und dann können wir nämlich ausrechnen, dass h, das ist größer als Logarithmus von n Fakultät. Und diese Stirlingsche Formel besagt dann gerade Logarithmus, dass das größer ist als Logarithmus von n durch e. Und das kann ich dann auflösen und dann kommt da raus. Ein binärer Baum, ich muss alle n Permutationen unterbringen können. Ja, dann gucke ich mir die Höhe an und dann muss der mindestens so hoch sein. Um dann sozusagen da runter zu kommen, muss ich einmal da durchlaufen. Das heißt, so viel brauche ich mindestens. Egal welches Verfahren ich betrachte. Und daraus können wir natürlich jetzt ableiten, dass die asymptotisch optimale Verfahren sind. Besser geht's nicht. Weil sie halt genau diese Eigenschaften erfüllen. Sie basieren halt auf Vergleichsoperationen zwischen zwei Elementen. Ja, unter welchen Voraussetzungen haben wir denn jetzt genau dieses hier ermittelt? Was war die Voraussetzung, die wir reingegeben haben? Dass wir zwei Elemente miteinander vergleichen. Das ist sozusagen die Basisoperation, die in so einem Sortieralgorithmus vorkommt. Wenn wir darauf verzichten würden, dann könnten wir uns vielleicht überlegen, Mensch, dann könnten wir es vielleicht irgendwie noch besser hinkriegen. Ist ja erstmal so von der Vorstellung her schwierig, dass wir irgendwie ohne einen Vergleich von zwei Elementen auskommen.